Ihr redet nicht lang, ihr seid gekommen, um das Programm zu genießen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit hier im Volksgarten. Werner, danke, dass du es immer ausrichtest. Also, schöne Zeit. Ja, hallo und herzlich willkommen auch bei unserem Auftakt zur vierten Auflage von Movida. Und möchte auch keine großen Worte machen, nicht lang sprechen. Ich hoffe, ihr genießt das Festival. Habt viel Spaß dran, es ist für jeden was dabei. Es ist sicher ein bisschen ein anderes Festival, wie es ist kein reines Musikfestival. Und darum passt das heuer sehr gut, dass wir eine der Galionsfiguren der Antiglobalisierung bei uns haben, nämlich den Christian Felber, auf dessen Rede ich selber schon total gespannt bin. Ich hoffe, Sie auch. Und ja. Genießt es, viel Spaß. Dankeschön. Jetzt spricht zu euch Christian Felber, ATTAC-Mitbegründer, Erfinder von Konzepten zur Verbesserung der Welt. Es wird sogar eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen. Ich bitte Sie trotzdem aktiv hier unten mitzufeiern, zuzuhören. Und danach wird es noch zum Talk-Abtausch kommen zwischen Herrn Felber und Leuten im Publikum selber, Ihnen und vor allem Ihnen. Dankeschön. Grüß euch. Antiglobalisierer, ich verstehe mich als Pro-Globalisierer. Ich kann mich erinnern, ich habe mindestens 100 Vorschläge gemacht, wie man etwas sinnvoller gestalten könnte als heute. Heute habe ich mich gefragt, ob ich eine alternative Festspielrede halten sollte zu Ehren Jean Ziegler. Er ist mittlerweile ausreichend zu Wort gekommen. Er hat viel mehr Leserinnen gefunden, als er jemals Zuhörerinnen hätte finden können. Eigentlich müsste man ja heute alternative Festspiele veranstalten, nämlich Korruptions-, Bestechungs- und Steuerhinterziehungsfestspiele. Täglich kommt was Neues in den Zeitungen. Täglich wird ein Spitzenbanker verhaftet oder angeklagt. Wenn man heute die Kriminalkredit gründen würde, es würde gar nicht auffallen. Der dramaturgische Stoff ist reichlich vorhanden. 32 Billionen Euro sind in den Steueroasen. 32 Billionen Euro oder Dollar. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel das ist, oder? Im ESM, diesem Rettungsschirm, sind 700 Milliarden. Ein 35stel dessen, was in den Steueroasen dieser Welt außer Landes geschafft wurde, um nicht Steuern zu hinterziehen. Wo sind die Spitzenpolitiker, die hier etwas dagegen sagen? Habt ihr in den letzten Monaten oder Jahren einen Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin sagen hören, wir müssen die Steueroasen schließen? Es geht ganz einfach, weil das Geld kann nur in die Steueroasen, wenn es den freien Kapitalverkehr dorthin benutzen kann. Hat irgendjemand vorgeschlagen, den freien Kapitalverkehr in Steueroasen zu beschränken, zu besteuern? Es wird als Naturgesetz dargestellt, dass jedes Geld in jede Steueroase frei reisen kann. Menschen können das nicht. Selbst wenn ich nach Bayern fahre mit dem Zug, kommt der Grenzpolizist und kontrolliert den freien Personenverkehr, den es nicht gibt. Ganz viele Menschen werden aus dem freien Personenverkehr entzogen, weil man den Menschen nicht vertraut. Dem Kapital vertraut man blind. Da gibt es überhaupt keine Grenzkontrolle, es gibt keine Grenzpolizei, es gibt keine Zollbehörde. Jedes Kapital, auch wenn es ein kriminelles Kapital ist, wenn es mit der Absicht der Steuerhinterziehung unterwegs ist, wird kontrollfrei in die letzte Steueroase der Welt gelassen und kein Spitzenpolitiker, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, sagt irgendetwas dagegen oder macht irgendeinen Pro-Globalisierungsvorschlag, nämlich wir machen einen fairen Pakt, den freien Kapitalverkehr gibt es erst dann, wenn eine Gegenleistung der Steueroasen vorliegt, nämlich dass sie sämtliche Vermögenseinkommen und Vermögen und Gewinne von Unternehmen melden, weil dann macht Steuerflucht überhaupt keinen Sinn mehr. Weil dann können sie selbst die ganzen Gewinne und das gesamte Vermögen auf die Cayman Islands verlagern. Wenn das gemeldet wird, dann wird es ja versteuert, als würde es hier auf der Bank liegen. Aber habt ihr das gehört? Ich habe gar nichts gehört. Woran liegt das? Wer sind die SpitzenpolitikerInnen? Sind das vielleicht selber die Steuerhinterzieher oder die Steuerhinterzieher-Beihelferinnen? Wenn man die letzten Tage die Zeitungen durchliest, dann entsteht ein gewisses Bild. Die ehemalige Gesundheitsministerin, fast noch harmlos, wird jetzt wegen Untreue angeklagt. Sie selbst ist Lobbyistin, genauso wie ihr Ehemann, wenn auch nicht für Waffen. Der ehemalige Innenminister, der hat sich auf dem freien EU-Korruptionsmarkt
Pfeil geboten. Für 100.000 verlangt er jedes Gesetz. Der ehemalige Finanzminister in Österreich unter Wolfgang Schüssel ist ein leuchtendes Vorbild für Steuerhinterzieher. Und heute hat der ÖVP-Chef von Kärnten als einer von vielen gestanden, dass er sich von Jörg Haider tief in einen illegalen Parteienfinanzierungsstrudel hineinreißen hat lassen. Er wird unter Garantie angeklagt werden. Braucht es, was braucht es? Braucht es Sondergefängnisse für Spitzenpolitikerinnen? Oder Einsparmaßnahmen, soll man gleich die Parteizentralen ausbruchssicher machen? Spaß beiseite. Was braucht es wirklich? Was braucht es im Ernst? Was braucht es? Ich glaube, es braucht uns alle. Es braucht euch, dich und dich und mich und uns. Und wenn wir etwas anderes wollen, als das wir jetzt beobachten, in den Eliten der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft und der Finanz, wenn wir etwas anderes wollen, dann müssen wir selbst das, was wir anders wollen, formulieren, vorleben und einfordern. Das ist der einzige Weg, den ich sehe, der uns sicher zum Ziel führen wird. Ich glaube, wir brauchen unser eigenes starkes Bedürfnis nach Freiheit. Ich bin 20 Kilometer von hier aufgewachsen, in Matze, falls es jemand kennt. Das Bedürfnis nach Freiheit habe ich nicht gelernt. Nicht in Matze und nicht in Salzburg. Ich bin schon fast 40, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Aber niemand hat mir gezeigt und niemand hat mich gelehrt, was Freiheit ist. Ich habe die große Gnade erfahren dürfen, dass ich selbst draufkommen habe dürfen. Und Freiheit ist das Allerwichtigste geworden in meinem Leben, nicht Anti-Globalisierung. Ich möchte etwas in die Welt tragen. Ich empfinde mich als Person. Person ist eine der schönsten Etymologien, die ich je entdeckt habe. Kommt aus dem Lateinischen per sonare, heißt hindurchklingen. Wir sind alle Instrumente. Und wenn wir genau hinhören, dann wissen wir erstens, woher der Wind weht und zweitens wissen wir, was unsere Botschaft sein könnte. Die wichtigste Botschaft, die ich zu sagen habe, ist, hört auf euer Herz. Weil so habe ich gelernt, meine eigene Freiheit zu finden. Das, was ich in Matze und in Salzburg nicht gelernt habe, das habe ich später gelernt. Aufs eigene Herz hören. Und dann weiß ich immer, was ich in die Welt tragen kann. Alles, was ich politisch jemals hervorgebracht habe, ist eine Folge des Gehorsams dem eigenen Herzen. Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die entstanden sind aus dem Vertrauen, das aus dem genauen Hinhorchen und Hinspüren schöne, sinnvolle, vielleicht sogar gerechte Lösungen und Vorschläge herausgekommen sind. In Österreich haben wir Meinungsfreiheit und das ist ein Luxus, dass wir das, was wir uns frei denken, auch frei sagen dürfen. Auch wenn es die Medien da nicht immer berichten. Damit muss man sich abfinden, das ist nicht so tragisch. Aber man darf grundsätzlich eine ganz andere Position einnehmen als die der Finanzministerin. Zum Beispiel für die Euro-Rettung. Eine ganz einfache Überlegung. Die Staatsschulden sind unglaublich groß. So groß, da gibt es gar keine Geste dafür, wie groß die sind. Wie groß sind die Staatsschulden in Österreich? 215 Milliarden Euro. Ist das viel? 700 Milliarden Euro ist der Rettungsschirm, 35 Billionen Euro ist das Vermögen privater Menschen in Steueroasen. Die sinnvollste Vergleichszahl ist das private Vermögen in Österreich. Das private Vermögen in Österreich beträgt nicht 215 Milliarden Euro, sondern 1,5 Billionen Euro. Das Siebenfache. Siebenmal so viel Privatvermögen wie öffentliche Staatsschulden. Das ist die sinnvollste Relation, die man zum Thema Staatsschulden sagen kann. Eine einprozentige Besteuerung des privaten Vermögens würde die Staatsschulden logischerweise um 7 Prozentpunkte reduzieren. In einem Jahr. Und in 10 Jahren um 70%. Kennt ihr Spitzenpolitikerinnen, die erstens diese Zahlen bekannt geben, die stammen nicht von mir, sondern von der österreichischen Nationalbank, und zweitens das einfordern? Habt ihr das gehört oder gelesen? Wir haben die Freiheit, zumindest diese Botschaft
in die Welt zu tragen, und wir haben die Freiheit, uns dafür zu engagieren, dass mehr Menschen von diesen Fakten erfahren und sich dieser Forderung anschließen können. Das gilt für die gesamte Eurozone. Ich habe einen Rettungsvorschlag für den Euro ausgearbeitet. Vielleicht wollen gar nicht alle den Euro retten, aber wenn wir ihn retten wollten, dann ginge es. Ganz easy, ganz elegant. In 5 Jahren könnte man die privaten Vermögen in der Eurozone mit 1% besteuern. Und die Staatsschuldenquote in der Eurozone von derzeit 90% der Wirtschaftsleistung würde heruntergehen auf die Hälfte, auf 45%. Die Staatsschuldenkrise wäre in 5 Jahren beendet. Nur es sagt niemand. Sie spannen Rettungsschirme auf. Mit einem Rettungsschirm wird keine Schuld um keinen Cent getilgt. Sie machen Haircuts. Haircuts funktionieren vielleicht in Griechenland, wenn man nur 100 Milliarden abschneidet. Aber wenn man bei Spanien nach einer Staatsinsolvenz einen Haircut macht, ist der Euro kaputt. Bei Italien natürlich noch viel mehr. Sie sprechen vielleicht sogar von Inflation und Sie wollen durch Inflation die Schulden vernichten. Aber mit Inflation würden auch die Vermögen vernichtet. Wenn die Schulden durch Inflation um 50% verringert werden, werden auch die Vermögen um 50% enteignet. Das wäre die allerschlimmste Enteignungsmaßnahme, die es gäbe. Mein Vorschlag ist ein anderer. Die Schulden zurückzahlen. Durch eine zärtliche Besteuerung von Vermögen. Weil 1% kann man nicht als Enteignung benennen, 1% kann man nicht als kommunistisch benennen, 1% ist nicht brutal. Wenn ich aber 1% Vermögensteuer vorschlage, da kommt die Finanzministerin und sagt, du Kommunist. Und der Tag ist kommunistisch, sagt sie. Es gibt mittlerweile viel radikalere Kommunisten als Attac. Zum Beispiel die Boston Consulting Group. Kennen Sie die? Kennt ihr die? Das ist eine der größten und renommiertesten Unternehmensberatungsagenturen der Welt. Sie berät nur Staaten und transnationale Konzerne. Und sie hat einen ganz einfachen mathematischen Zusammenhang erkannt, nämlich den Zusammenhang, dass Guthaben und Schulden in Summe immer null sind. Das heißt, wenn man will, dass die Schulden... Das heißt erstens, wenn die Schulden, die Schulden können nicht ewig steigen, weil wenn die Schulden immer mehr steigen, dann sind die Schuldner irgendwann überschuldet und sie müssen entschuldet werden. Das heißt, wenn die Schulden wieder sinken, dann müssen auch die Vermögen sinken. Oder andersrum, wenn man die Schulden abbauen will, dann geht das nur, wenn man auch die Vermögen abbaut. Es geht nicht anders. Und das sagt unter anderem die Boston Consulting Group. Sie fordert eine 34-prozentige Finanzvermögenssubstanzsteuer in der Eurozone, um die Staatsschulden, Unternehmensschulden und Haushaltsschulden abzutragen. Also das, wenn 1% Kommunismus ist, was ist dann 34%? Und letzte Woche hat es auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nicht mehr zurückhalten können und hat gesagt, eigentlich müssten wir die 8% der Bevölkerung in Deutschland, die den Löwenanteil des gesamten Vermögens besitzen, denen müsste man eigentlich eine einmalige Vermögensabgabe von 10% zumuten. Dann haben sie immer noch 90% ihres Vermögens, aber die Staatsschuldenproblematik, die wäre weitgehend gelöst. Und warum sagen die das jetzt plötzlich? Erstens, weil es keine Alternative dazu gibt. Oder korrekter gesagt, natürlich gibt es eine Reihe von Alternativen dazu. Es gibt immer Alternativen, aber die Alternativen zu einer Vermögensbesteuerung und zu einer Umverteilung, endlich mal umgekehrt von oben zur Allgemeinheit hin, das wären derzeit, und das ist eine Prognose, also das traue ich mir mit Sicherheit vorhersagen, wenn es nicht zu einer Vermögenssteuer kommt, zu einer kräftigen, dann kommt es entweder zu einem weltweiten Bankenzusammenbruch oder zu einer Serie von Staatsinsolvenzen oder zum Zusammenbruch des Euro und zum Schilling und zur D-Mark wieder oder zum Bürgerkrieg oder zu einer Kombination aus allem. Und deshalb sagt die Boston Consulting und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass wir jetzt da das brauchen, was die gesamte Spitzenpolitik seit Jahren tabuisiert hat und mit aller Macht dagegen gemauert hat, dass wir die Vermögen der oberen 10%, das würde ausreichen, weil die unteren 90% haben so gut wie nichts. Das ist steuerlich irrelevant, was die haben, wenn man die Vermögen der oberen 10% moderat, zärtlich bis moderat besteuert. Immerhin kann man sowas vorschlagen, man kann es in Diskussion bringen. Das ist eine Form von Freiheit. Ich frage nicht, was sagen die anderen, ich frage nicht, was gefällt einer Partei oder was gefällt der Regierung. Wir dürfen das, was uns einfällt oder was wir erkennen, durch intensive gemeinsame Diskussion, zum Beispiel innerhalb von Attac, das dürfen wir frei aussprechen. Und irgendwann, das ist meine Erfahrung, Attac ist immerhin jetzt 12 Jahre alt bald, kommt das an.
Es sickert und sickert und es kommt an. Und täglich melden sich Menschen bei Attac und sie sagen, jetzt habe ich euch 10 Jahre lang zugeschaut, aber jetzt ist es soweit, jetzt bin ich dabei. Das ist eine Möglichkeit. Systemrelevante Banken sind derzeit das größte Hindernis, dass ein anderer Vorschlag von Attac stattfinden kann, nämlich dass Staaten in Insolvenz gehen können. In der Marktwirtschaft ist die Insolvenz was Alltägliches. Jeden Tag gehen viele Unternehmen in die Insolvenz und es findet ein geregeltes, ein gesetzlich geregeltes Insolvenzverfahren statt. Und es passiert nichts Schlimmes. Für Staaten hat das nie jemand entwickelt, obwohl das genauso sinnvoll wäre, weil auch Staaten immer wieder in der Geschichte insolvent geworden sind. Und in einer Überschuldungssituation wäre es grundsätzlich das Gerechteste, dass beide Parteien jetzt da an dem Schlamassel, den sie gemeinsam angerichtet haben, eben zur Lösung dieses Schlamassels herangezogen werden. Die einen haben zu viele Schulden aufgenommen, fahrlässig, und die anderen haben zu viele Schulden, zu viele Kredite vergeben, fahrlässig. Also werden sie auch beide beteiligt an der Entschuldung, an der Lösung. Bei Griechenland findet das derzeit nicht statt, sondern Griechenland wird von den Gläubigern gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu treffen. Die Gläubiger werden zu den Richtern und zu den Gerichtsvollziehern. Und das ist kein rechtsstaatliches Verfahren, das ist ein Rückfall ins Mittelalter und in die Schuldknechtschaft, weil wir versäumt haben, bei Staaten auch ein geregeltes Insolvenzverfahren einzurichten. Das ist der rechtsstaatliche Aspekt. Aber der ökonomische Aspekt ist, dass man Griechenland vielleicht in eine ungeregelte Insolvenz schicken kann, wenn es nicht mehr anders geht. Aber Spanien oder Italien kann man nicht in Insolvenz schicken, weil es derzeit noch systemrelevante Banken gibt. Systemrelevante Banken, das sind die Banken, die so groß sind, dass man sie nicht in Insolvenz lassen kann, weil sie in einer Kettenreaktion viele andere Banken mitreißen würden und dann käme es zu einem weltweiten Bankenzusammenbruch. Und derzeit wird jede systemrelevante Bank von einem Staat gestützt. Und wenn der erste Staat pleite ginge, der eine systemrelevante Bank stützt, dann würde die erste systemrelevante Bank fallen. Und mit dem Fall der ersten systemrelevanten Bank haben wir eine weltweite Kettenreaktion und einen weltweiten Bankenzusammenbruch und einen Herzstillstand der Weltwirtschaft. Das gilt es tatsächlich zu vermeiden. Und deshalb fordert nicht nur Attac, sondern viele andere Stimmen auch, dass systemrelevante Banken sofort zerkleinert werden müssen, damit sie jederzeit in Insolvenz gehen können, damit wir wieder Marktwirtschaft haben an erster Stelle. Derzeit haben die, die vorgegeben haben, eine Marktwirtschaft einzurichten, die Marktwirtschaft abgeschafft, indem sie systemrelevante Banken herangezüchtet haben. Systemrelevante Banken waren das ausdrückliche Ziel des europäischen Finanzbinnenmarktes, der vor 12 Jahren mit Feuereifer von den europäischen Eliten umgesetzt wurde. So extrem effizient kann Politik sein, wenn es um die Bedienung bestimmter Interessen geht. Der Finanzbinnenmarkt ist in 5 Jahren mit einem extremen Tempo und Aufwand errichtet worden und das Ergebnis sind systemrelevante Banken. Und das ist der größtmögliche Widerspruch, den die Politik je begehen konnte. Sie hat vorgegeben, wir errichten einen Markt und hat aber durch die Heranzüchtung systemrelevanter Banken diesen Markt auch gleichzeitig wieder gekillt. Systemrelevante Banken sind das Ende jeder Marktwirtschaft, weil sie setzen gleich 4 Grundprinzipien einer Marktwirtschaft außer Kraft. Erstens, das gleiche Recht für alle, wieder aus dem Markt auszuscheiden. Das gilt für Systemrelevante nicht, die sind zu ewigem Leben verdammt. Zweitens, ein fairer und gleicher Wettbewerb unter gleichen Bedingungen. Das gilt nicht, weil die Großen gerettet werden und die Kleinen, die dürfen sterben. Drittens, das Prinzip der Verantwortung der Eigentümer und Eigentümerinnen. Die freie Marktwirtschaft heißt so, weil auf der Rückseite der Freiheitsmedaille eigentlich die Verantwortung sein sollte. Und das heißt, dass wir alle die Freiheit haben, ein Unternehmen zu gründen, eine Bank zu gründen, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn es schief geht, wir für den Verlust aufkommen. Das wäre Marktwirtschaft. Bei den Systemrelevanten ist das nicht so. Die haben die reichsten Eigentümer, die man sich vorstellen kann, die sind steinreich, die sind super vermögend, aber sie kommen nicht für die Verluste ihres Eigentums auf, sondern die Steuerzahlenden. Das ist streng logisch irgendetwas zwischen Bankenrettungssozialismus oder staatlich subventionierten Oligopolkapitalismus. Wir können es uns aussuchen, es ist auf jeden Fall keine Marktwirtschaft. Und selbst wenn der Staat dann, wenn alles schiefgegangen ist, einspringt,
dann zahlt er, aber er schafft nicht an. Und auch das ist das, was den Marktwirtschaftlern heilig ist, wer zahlt, schafft an. Wenn der Staat die Banken rettet, dann zahlt er, aber er schafft nicht an. Das heißt, wir haben hier die Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt und die, die seit 20 Jahren uns das Lied der angeblich freien Marktwirtschaft singen, die tun nichts dagegen. Die akzeptieren, dass die Marktwirtschaft derzeit abgeschafft worden ist. Wir haben derzeit keine Marktwirtschaft. Wenn das jemand kritisiert, dann heißt es so Kommunist. Das ist die Logik der Spitzenpolitik in diesem Land, aber auch in den anderen Ländern. ATTAC hat eine Vision entwickelt, die Vision der demokratischen Bank. Und die demokratische Bank ist eine Antwort auf die systemrelevanten und Investmentbanken, die in der Spekulation ihre wichtigste Aufgabe sehen. Und die demokratische Bank ist zum einen ein politischer Entwurf, wie die gesamte Bankenlandschaft neu geordnet werden könnten, wenn die Bevölkerung die politische Macht hätte, die Banken nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Derzeit haben wir diese Macht nicht. Derzeit ist die gesamte Macht beim Parlament und wir können nur Parteien wählen, die sich dann im Parlament irgendwie zusammensetzen. Das ist schon irgendeine Form von Demokratie, aber es ist die allerohnmächtigste Form der Demokratie, die ich mir vorstellen kann. Und deshalb können wir derzeit nur selbst eine Bank gründen. Und wir haben das deshalb getan, weil wir das Parlament derzeit nicht beauftragen können, den Bankensektor auf nicht mehr Spekulation, auf Gemeinwohlorientierung, auf das Kerngeschäft zu konvertieren. Das schaffen wir in dem derzeitigen Zustand der Demokratie nicht. Und deshalb haben wir ausnahmsweise mit Bertolt Brecht gebrochen. Und obwohl er gesagt hat, schlimmer als eine Bank auszurauben, ist eine Bank zu gründen, gründen wir jetzt eine Bank. Eben eine kleine, prototypische, demokratische Bank. Und das ist der zweite Schritt, den alle mitmachen können. Ihr alle seid herzlich eingeladen. Den Gründungsprozess der ersten demokratischen Bank in Österreich zu begleiten, zu unterstützen, zu befruchten und dann alle gemeinsam Hebammen und Hebammeriche spielen. Die demokratische Bank war dereinst eine Vision, jetzt ist es immerhin eine Hochschwangerschaft, könnte man sagen. Wer Visionen hat, braucht einen Arzt, hat ein anderer österreichischer Spitzenpolitiker gesagt. Wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Ich habe danach geschlagen, was heißt denn Visio auf Lateinisch? Das heißt Sehkraft. Wer eine besonders starke Sehkraft besitzt, der soll zum Arzt gehen. Das sagt der Spitzenpolitiker. Visionär heißt es oft. Traumtänzer ist meine Lieblingsdiffamierung. Nicht nur, weil ich das Tanzen liebe. Sondern weil ich glaube, dass das Träumen etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Es gibt Kulturen, die befinden, dass das Träumen so wichtig ist, dass es die erste Tagesaktivität ist, dass sich alle Aufwachenden die Träume gegenseitig erzählen. Und was gibt es Schöneres, als ein Traumtänzer zu sein? Und mein Lieblingstraum ist derzeit die Gemeinwohlökonomie. Ganz viele Menschen resignieren. Und sie betrachten den Kapitalismus, sie sehen den Kapitalismus, sie erleben den Kapitalismus am eigenen Leib, aber sie nehmen sich nicht die Freiheit, eine andere Wirtschaftsordnung anzudenken, geschweige denn, sich dafür einzusetzen, dass eine andere Wirtschaftsordnung in die Welt kommen kann. Ich habe mir diese Freiheit genommen. Ich hatte gar keine Wahl. Ich höre mittlerweile so stark auf mein Herz, dass ich das machen muss, was da herauskommt. Und da kam die Gemeinwohlökonomie heraus. Mit ganz vielen anderen Menschen gemeinsam, die auch auf ihr Herz hören. Und seit 1,5 Jahren bringen wir die Gemeinwohlökonomie in die Welt. Das war auch nur eine Idee. Und jetzt da unterstützen 750 Unternehmen aus 15 Staaten die Gemeinwohlökonomie öffentlich und die Hälfte von ihnen wird in diesem Jahr die Gemeinwohlbilanz erstellen. Die Gemeinwohlbilanz ist eine Premiere in der Geschichte der Wirtschaft, nämlich dass erstmals in der Geschichte der Wirtschaft die Zielerreichung gemessen wird. Das hat die Wirtschaft bisher verabsäumt, weil die Wirtschaft bisher eine Erfolgsmessung betreibt, die nichts mit dem Ziel des Wirtschaftens zu tun hat. Was ist das Ziel des Wirtschaftens?
Da darf man sogar in die Lehrbücher hineinschauen und man findet überall, das Ziel, der genuine Zweck des Wirtschaftens ist die Befriedigung von Bedürfnissen. Und dadurch die Generierung von Lebensqualität und Gemeinwohl. Das ist der Zweck, das ist das Ziel des Wirtschaftens. Geld ist ein Mittel des Wirtschaftens. Und den Erfolg des Wirtschaftens, sollten wir den anhand des Mittels messen. Das machen wir heute bei den Unternehmen mit dem Finanzgewinn und bei der Volkswirtschaft mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das sind Geldwerte, Erfolgsindikatoren. Oder sollten wir den Erfolg der Wirtschaft anhand des Ziels messen? Den Erfolg, egal welchen Projekts, wurscht, ob das die Wirtschaft oder ein Kulturprojekt oder ein politisches Projekt oder ein Bildungs- oder irgendein Projekt ist, den Erfolg eines Projekts muss man immer anhand des Ziels und der Zielerreichung messen und nie anhand des Mittels. Und die Wirtschaft und die gesamte Wirtschaftstheorie hat das bis heute nicht erkannt, dass in der Wirtschaft die Erfolgsmessung sich auf das Mittel konzentriert, auf den Finanzgewinn des Unternehmens und auf das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist der fundamentalste Methodenfehler, den man der Wirtschaft und der Wirtschaftswissenschaft vorwerfen kann. Den Erfolg eines Bauernhofes würden wir den anhand der Anzahl der Traktoren messen, die in der Garage stehen? Oder der Werkzeuge? Nein, wir müssen zuerst fragen, was ist das Ziel eines Bauernhofs? Da kommen wir vielleicht auf Antworten wie möglichst gesunde und biologische Nahrungsmittel möglichst ökologisch herstellen, durch möglichst sinnvolle und humane Arbeitsbedingungen, durch die Intakthaltung des agrarischen Ökosystems, das ist das Ziel. Aber wenn wir wissen, was das Ziel ist, dann müssen wir das auch messen. Und wenn wir wissen, dass das Ziel der Wirtschaft die Befriedigung von Bedürfnissen und die Herstellung von Lebensqualität und Gemeinwohl ist, dann müssen wir genau das messen, wenn wir wissen wollen, wie erfolgreich wir wirtschaften. Sowohl auf der Ebene der Volkswirtschaft, als auch auf der Ebene der Betriebswirtschaft des einzelnen Unternehmens. Und das ist eine mögliche Form, die Gemeinwohlökonomie zu beschreiben und zu erklären. Wir messen direkt die Zielerreichung, wir messen das Gemeinwohlprodukt. Wie kommt das Gemeinwohlprodukt zustande? Wir setzen uns in Bürgerinnenversammlungen zusammen und fragen uns selbst, was sind die 20 relevantesten Merkmale und Indikatoren für Lebensqualität? Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, und die gute Nachricht ist, das ist relativ einfach, weil Menschen haben die gleichen Bedürfnisse und machen die gleichen Angaben, was für sie das Allerwichtigste ist. Von gelingenden Beziehungen, befriedigten Grundbedürfnissen, Zeitwohlstand, Mitbestimmung, intakte Ökosysteme, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit, Friede, Vertrauen und Sicherheit in der Bevölkerung. Wenn wir die 20 relevantesten Indikatoren für Lebensqualität von Jahr zu Jahr messen, dann wissen wir, wie erfolgreich die Wirtschaft ist. Wenn wir das BIP messen, wissen wir das überhaupt nicht. Und der Vorschlag ist, dass wir in Gemeinwohlgemeinden, das ist ein strategisches Instrument der Gemeinwohlökonomie, uns eben zusammensetzen und die 25 wichtigsten Lebensqualitätsindikatoren ermitteln und daraus dann das Gemeinwohlprodukt schmieden in den nächsten Jahren. Wir können uns ruhig einige Jahre Zeit nehmen. Und auf der Ebene des Unternehmens stellen wir die gleiche Frage. Bei der Volkswirtschaft fragen wir, wie können wir das Gemeinwohl mehren? Und auf der Ebene der Unternehmen fragen wir, wie können wir den Beitrag des einzelnen Unternehmens zum Gemeinwohl erhöhen? Und dieser Beitrag wird gemessen in der Gemeinwohlbilanz. Und die Gemeinwohlbilanz, die wird heuer bereits von 400 Unternehmen aus 8 Staaten erstellt. Und sie legen endlich und erstmals Rechenschaft über die Fragen ab, die einer Gesellschaft am heißesten am Herzen brennen. Das, was die Gesellschaft wirklich wichtig findet und wirklich wissen will, nämlich machen die Produkte überhaupt Sinn, die du da anbietest? Wie ökologisch produzierst du und vertreibst du die? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Werden Frauen und Männer gleich bezahlt und gleich behandelt? Wie werden die Erträge verteilt? Und wer und wie demokratisch werden die Entscheidungen getroffen? Das ist die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens. Und je mehr ein Unternehmen fürs Gemeinwohl tut, desto leichteren Zugang zum Markt soll es haben. Der Markt ist eine politische, eine staatliche Einrichtung und der Marktzugang, der sollte reguliert werden nach dem, was ein Unternehmen für diese Gemeinschaft, für die demokratische Gesellschaft, die Unternehmen überhaupt erst ermöglicht und erschafft, leistet. Und das heißt, je mehr ein Unternehmen leistet für die Gemeinschaft,
desto leichter soll es Zugang zum Markt erhalten, weniger Steuern zahlen, weniger Zoll zahlen, günstigere Kredite bekommen, Vorrang im öffentlichen Einkauf. Und das Ergebnis wird sein, dass die fairsten und ethischsten Produkte, die ökologischsten, die nachhaltigsten und die verantwortlichsten, die heute teurer sind als die rücksichtslosen und unfairen Produkte, das ist der Wahnsinn. Das ist das Fehlprogramm des Marktes, das ist die Fehlsteuerung, die der Markt ausübt. Das muss umgekehrt werden. Die fairen und ethischen Produkte müssen preisgünstiger werden als die weniger fairen und weniger verantwortlichen. Das würde dazu führen, dass die ethischen Unternehmen im Markt bleiben und sich durchsetzen und die rücksichtslosesten Unternehmen würden in Konkurs gehen und ausscheiden. Das ist ein Vorschlag der Gemeinwohlökonomie, der bereits nach 1,5 Jahren von 750 Unternehmen bis einer Größe von 2000 Beschäftigten aus 10 Staaten unterstützt wird. Und die Gemeinwohlökonomie ist nicht eine neue Ideologie, die sagt, da ist die kapitalistische Ideologie und die lehnen wir ab und da ist die kommunistische Ideologie und die lehnen wir ab und jetzt kommt die Erlösungsideologie, die alles richtig macht, die aus den beiden großen historischen Irrtümern lernt. Die Strategie der Gemeinwohlökonomie ist eine demokratische. Wir stellen nur Fragen, aber wie diese Fragen beantwortet werden, die Antworten sind die Gesetze. Die sollen in demokratischen Diskussionen und Entscheidungen gefunden werden. Nicht durch die Initiatorinnen der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, der einzige Vorschlag und die einzige Forderung, die wir wirklich stellen, ist Demokratie. Dass wir in den Gemeinden zunächst uns zusammensetzen und uns die Wirtschaftsordnung gemeinsam gestalten, Kraft unserer demokratischen Freiheit basteln, die wir wollen. Und wir werden sehen, ich habe diese Erfahrung in den letzten Jahren mit ganz starkem Anwachsen gemacht, dass immer mehr Menschen das brennende Bedürfnis verspüren, ihrer Freiheit Ausdruck zu verleihen und ihre Freiheit zu leben, indem sie sagen, ich möchte mitverantwortlich die Gesetze, die dann für uns alle gelten, mitformulieren, mitschmieden und mitentscheiden. Auch wenn uns das heute noch völlig visionär und traumtänzerisch anmutet, in den nächsten Jahren werden immer mehr Menschen dieses Bedürfnis teilen. Immer mehr Menschen träumen in Österreich von einem Demokratiekonvent. Das ist schon die nächste Stufe. Ein Demokratiekonvent, der stellt alles, was wir derzeit an demokratischen Grundregeln haben, in Frage. Aber nicht, weil alles geändert werden soll, sondern es soll nur das geändert werden, was uns noch nicht das Höchstmaß an Demokratie, was wir uns derzeit ersinnen können, auch garantiert. Dort, wo es schon Demokratie gibt, das soll es bleiben. Aber dort, wo mehr Demokratie möglich ist, dort wollen wir uns über einen Demokratiekonvent mehr Demokratie holen. Derzeit findet gerade ein Prozess des Zusammenschlusses von ca. 30 bis 40 Initiativen und Organisationen zum Thema Demokratie in Österreich statt. Und die werden sich in den nächsten Jahren, das ist mein ganz großer Traum, auf ein alternatives Demokratiemodell einigen und fordern, dass dieses Demokratiemodell in Demokratiekonventen von der gesamten Bevölkerung diskutiert wird, von all denen, die mitmachen wollen, und am Ende dann über eine Volksabstimmung zur neuen Verfassung, zur ersten demokratischen Verfassung Österreichs wird. Wir haben zwar eine Verfassung, aber die hat nie die Bevölkerung geschrieben. Und in einer echten Demokratie müssen die Spielregeln, nach denen die Demokratie funktioniert, von unten vom Souverän kommen. Und vielleicht schaffen wir es zum 100. Geburtstag der Demokratie in Österreich, nämlich 2018, dass wir unsere erste demokratische Verfassung selbst schreiben. In Österreich, in Deutschland und in anderen Ländern. Dann werden wir uns selbst ermächtigen. Wir werden uns selbst die Freiheit und die demokratische Macht geben, dass wir immer dann, wenn wir etwas anderes wünschen als das Parlament und die Regierung, dann können wir uns das selbst beschließen. Das können wir heute nicht. Und heute müssen wir ohnmächtig mit ansehen, wie das Parlament und die Regierung ein Gesetz nach dem anderen beschließen, was das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was die Mehrheit der Bevölkerung wünscht. Von der Bankenrettung über Biopatente bis die Öffnung des Kapitalverkehrs in Steueroasen. Beschlossen von unserer Regierung, beschlossen von unseren Parlamenten, wofür sie aber nie gewählt werden würden. Und dann könnten wir Gesetze beschließen, dass das Kapital eben nicht mehr in Steueroasen fließen darf. Dann könnten wir die Finanzmärkte regulieren, dann könnten wir flächendeckend demokratische Banken einrichten, dann könnten wir die Gemeinwohlbilanz verbindlich machen für alle Unternehmen und wir könnten das Gemeinwohl zum Ziel des Wirtschaftens machen. Demokratie ist kein Selbstzweck. Oder ist Demokratie ein Selbstzweck?
Ich glaube, dass Demokratie Ausdruck von etwas noch Wichtigerem, noch Fundamentalerem ist, nämlich vom Prinzip der Menschenwürde. Ich unterrichte an der Wirtschaftsuniversität in Wien und ich frage am Beginn jedes Semesters, habt ihr im bisherigen Verlauf eures Studiums schon jemals etwas von der Menschenwürde gehört? Sie sind im dritten oder vierten Studienjahr und die Reaktion ist immer die exakt gleiche, nämlich die. Wenn ich frage, möchte jemand erklären, was ihr oder sein Verständnis der Menschenwürde ist? Das ist traurig. Da können wir die Ökonomie fragen, warum sie uns die ganze Zeit vom Wettbewerb und vom Finanzprofit erzählt, aber nicht vom wichtigsten aller Werte, der die Grundlage der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist. Menschenwürde bedeutet Menschenwert, nämlich, dass alle Menschen den exakt gleichen Wert haben. Egal wie schön wir sind, egal wie klug wir sind, egal wie vermögend wir selbst oder unsere Eltern sind, egal wie gesund wir sind, egal woher wir kommen, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung oder religiöse Überzeugung wir mittragen, wir haben den gleichen, bedingungslosen, unverhandelbaren und unveräußerlichen Wert. Und deshalb, weil wir gleich wertvoll sind, haben wir die gleichen Rechte. Die Menschen- und Grundrechte sind eine Folge des Prinzips der Menschenwürde. Und die Demokratie ist ein gleiches Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht, das eben eine Folge des Prinzips der Menschenwürde ist. Und die Menschenwürde, die ist auch die wichtigste Voraussetzung für individuelle Freiheit. Zur Freiheit wurde ich nicht erzogen. Ich habe vor einem halben Jahr meine persönliche Definition für Freiheit gefunden. Die lautet: Freiheit ist für mich persönlich die permanente, kreative, individuelle Selbsterschaffung und die permanente, kreative, kollektive Selbsterschaffung. Das ist mein Freiheitsbegriff. Nachdem ich zuletzt den Freiheitsbegriff von Friedrich August Hayek gelesen habe, Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang. Und Menschenwürde ist die wichtigste Voraussetzung für die individuelle Freiheit und das Gemeinwohl und die Anerkennung des Gemeinwohls als Prinzip des Zusammenlebens ist die wichtigste Voraussetzung für die kollektive Freiheit. So sind Menschenwürde und Gemeinwohl aus meiner Sicht die höchsten Werte auf der individuellen und auf der kollektiven Ebene. Und beide gemeinsam führen uns zur Freiheit. Und zum gemeinsamen Anstreben und zum gemeinsamen Umsetzen dieser Freiheit lade ich euch ganz herzlich ein. Ich lade euch ganz herzlich ein zur ATTAC, zur Demokratischen Bank, zur Gemeinwohlökonomie oder zum Verein Mehr Demokratie. Schaut euch die an, schaut euch weitere an, engagiert euch irgendwo und hinterfragt euer Freiheitsverständnis. Danke und diskutieren wir ein bisschen. Mikrofon ist hier unten. Mich würde auch sehr interessieren, was euch bewegt und was ihr sagen wollt und was ihr fragen wollt. Und vielleicht höre ich es mir nur an, wenn es nur gesagt wird. Bitte sehr. Hallo. Hallo. Sie haben, ja, ich gebe es an den. Sie haben von als oberstes Wirtschaftsziel die Befriedigung der Bedürfnisse angeführt. Meine Frage wäre, wie misst man die Befriedigung? Weil die ist ja eigentlich individuell. Sie haben auch gesagt, man muss sich auf die obersten 20 Bedürfnisse einigen in einem Kollektiv. Aber ich weiß nicht, also was meinen Sie dazu? Wir haben derzeit zwei Messinstrumente in Aussicht. Das eine ist ein volkswirtschaftliches Messinstrument und das andere ist ein betriebswirtschaftliches Messinstrument. Ich beginne mit dem betriebswirtschaftlichen, das ist die Gemeinwohlbilanz. Und hier messen wir nicht die Bedürfnisse, sondern hier messen wir Grundwerte. Genau Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit
und Demokratie. Und die haben wir bewusst gewählt, nicht weil das unsere subjektiven Lieblingswerte sind, sondern weil das die häufigsten Verfassungswerte westlicher Demokratien sind. Und das ist doch sehr erstaunlich, dass der ganze Vorschlag der Gemeinwohlökonomie in diesem Fall ist, dass die Verfassungswerte, die wir heute schon haben und die wir breit mehrheitsfähig teilen, dass die endlich in der Wirtschaft verbindlich abgefragt und gemessen und dann in dem Maße, in dem sie dann auch gelebt werden von den Unternehmen, belohnt werden. Das heißt mit anderen Worten, wir schlagen nichts anderes vor, als Verfassungskonformität herzustellen und in der Wirtschaft das Leben der Werte, die wir bereits in den Verfassungen zu haben, zu fördern und zu belohnen. Und die Bedürfnisse, die kann man, glaube ich, besser messen mit dem Lebensqualitätsindex auf kommunaler Ebene, aus denen dann sich das Gemeinwohlprodukt auf volkswirtschaftlicher Ebene zusammensetzt. Ich glaube, dort ist die bessere Ebene die Befriedigung von Bedürfnissen anhand von Gesundheitsindikatoren, von Bildungsindikatoren, von Mitbestimmungsindikatoren, von Geschlechtergerechtigkeitsindikatoren. Man kann sogar direkt fragen, ob die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Man kann die Obdachlosenrate hineinnehmen, man kann die Arbeitslosenrate, die Armutsrate hineinnehmen. Also hier ist dann genau die Idee, die wichtigsten Bedürfnisse zu messen und das eben auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Meine zweite und letzte Frage wäre noch, das Bruttoinlandsprodukt führt uns über Zahlen zu Prognosen und Veränderungen für das kommende Jahr. Wohin führen uns die Erkenntnisse über das erreichte Gemeinwohl? Ja, die Erkenntnisse über das erreichte Gemeinwohl führen uns direkt zum Problem oder zum Erfolg. Weil wenn sich die Qualität der Ökosysteme verschlechtert, dann sinkt auch zwingend und verlässlich das Gemeinwohlprodukt. Das BIP kann weiter steigen. Wenn sich die Arbeitslosenrate erhöht, dann sinkt das Gemeinwohlprodukt. Wenn sich die Lebenserwartung erhöht, dann steigt das Gemeinwohlprodukt. Wenn die Schere zwischen Männer- und Frauenlöhnen aufgeht, dann sinkt das Gemeinwohlprodukt. Es gibt plötzlich zwischen allen brennenden gesellschaftlichen Zielsetzungen einen direkten und verlässlichen Zusammenhang zu dem gesamtwirtschaftlichen Erfolgsindikator, sodass wir, wenn das Gemeinwohlprodukt gleich bleibt oder sogar sinkt, wir auch fragen können und direkt schauen können, auf welche Teilindikatoren des Gemeinwohlprodukts haben sich denn verschlechtert und wo müssen wir mit der Problemlösung ansetzen. Und wir können dann über die Gemeinwohlbilanz der Unternehmen, können wir dann die Unternehmen stärker anreizen, zur Lösung dieses Problems mehr beizutragen als bisher. Ein ganz einfaches Beispiel: Heute kann ein Unternehmen seinen Erfolg steigern, wenn es die Arbeitslosigkeit erhöht. Weil die Erhöhung der Arbeitslosigkeit, die Verringerung der Arbeitsplätze kann den Profit des Unternehmens erhöhen. Und so kommt der Widerspruch zustande, dass ein Unternehmen individuell erfolgreich ist, während die Volkswirtschaft aber weniger erfolgreich wird. Und in der Gemeinwohlbilanz wird die Zielsetzung der Volkswirtschaft und des einzelnen Unternehmens gleichgesetzt. Das heißt, nur wenn ein Unternehmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit beiträgt, dann steigt seine Gemeinwohlbilanz und dann steigt aber auch das Gemeinwohlprodukt. Je besser die Gemeinwohlbilanzergebnisse der Unternehmen sind, desto höher ist das Gemeinwohlprodukt. Und die Unternehmen werden dafür angereizt. Wenn ein Unternehmen bei Gewinnlage Arbeitsplätze abbaut, kriegt es sogar Abzugspunkte. Und je mehr Arbeitsplätze es schafft in einer Zeit von Arbeitslosigkeit, desto besser wird sein Gemeinwohlbilanzergebnis. Und so gibt es plötzlich eine Übereinstimmung zwischen den Zielsetzungen und insbesondere der Erfolgsmessung von Unternehmen und der gesamtwirtschaftlichen Erfolgsmessung. Mein Name ist Gerhard Blechinger. Ich kann Ihnen überhaupt nicht widersprechen in ganz vielen Fakten, die Sie uns berichtet haben. Da klingt alles sehr vernünftig und das finde ich auch total schön. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich von Gemeinwohlbilanz Sie reden höre, von demokratischen Banken, was ich super finde, und von der Einbremsung des Eigennutzes. Meine Schwierigkeit ist, dass ich jetzt versucht habe, während Sie sprechen, zu vergleichen, das, was Sie sagen, mit der Welt, in der ich lebe. Und da gibt es Leute, die lügen, die fahren zu schnell auf der Autobahn und manchmal haben sie sogar Sex miteinander. Gibt es irgendeine Idee von Ihnen, wie Sie diese vernünftigen Ideen uns unvernünftigen Menschen so erzählen können, damit wir das Gefühl kriegen, dass es mit unserer Lebenswelt was zu tun hat? Und gibt es also auch noch andere Begriffe, die Sie benutzen könnten, abseits von
Ethik und Nachhaltigkeit. Also gibt es etwas, was uns so viel Spaß macht, dass wir nicht bloß vernünftigerweise Ihnen folgen in Ihren Ideen, sondern sogar noch Lust kriegen, das zu tun? Kleine Rückfrage, was wäre denn ein ganz zentraler Begriff aus Ihrer Lebenswelt, mit dem Sie ganz viel anfangen können, der Sie täglich bewegt? Ja, ich habe drei schon genannt, ich kann vielleicht noch einen vierten nennen. Nein, ich nenne den ersten. Wie kann Ihr System funktionieren in einer Welt, in der Leute manchmal so ein-, dreimal am Tag schummeln oder vielleicht sogar sich für Ethik nicht interessieren, weil sie lieber Spaß haben? Danke, jetzt habe ich es gut verstanden. Und da, das ist eigentlich der Kern der Gemeinwohlökonomie. Wir beobachten heute auf den Märkten, dass das Schummeln oder Lügen oder sogar brutale Betrügen und Ausbeuten, also man kann es noch deutlicher benennen, dass das auf den sogenannten freien Märkten, da stimme ich gar nicht zu, das sind kapitalistische, inhumane, aber keine freien Märkte, dass diese Verhaltensweisen heute grassieren. Und sehr viele Menschen beobachten das und sind zutiefst traurig darüber und frustriert, aber sie nehmen es hin, weil sie glauben, das ist die Menschennatur. Und in der Menschennatur kann man nichts verändern. Und wir sehen das anders, weil die Menschennatur, die eröffnet uns nur ein Möglichkeitsspektrum. Aber die zwingt uns zu gar nichts. Die zwingt uns nicht zum Schummeln, die zwingt uns nicht zum Betrügen, die zwingt uns auch nicht zum Morden. Sie erlaubt uns all dies. Aber es ist eine freie Entscheidung, ob wir schummeln oder ehrlich sind, ob wir betrügen oder fair sind, ob wir morden oder lieben. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist das Thema Menschennatur. Und das viel wichtigere Thema ist die politische Regulierung und Steuerung des Verhaltens auf den Märkten. Wenn der Egoismus belohnt wird, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass er so grassiert. Und wir sehen den Kern der Ursache in der heutigen Rechtsordnung der Wirtschaft, nämlich in diesen beiden Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz. Das ist kein genetisches Programm, das ist ein politisches Programm. Und die Konsequenz dieses politischen Programms ist, dass rücksichtslose und asoziale und verantwortungslose und egoistische Verhaltensweisen belohnt werden, indem sie zum wirtschaftlichen Erfolg führen. Weil den höheren Finanzgewinn als die Konkurrenz, den kann ich eher dann erzielen, wenn ich nicht zärtlich und liebevoll und rücksichtsvoll und großzügig bin, sondern eher dann, wenn ich auf die anderen scheiße. Das ist die völlig fehlsteuernde Anreizwirkung der Märkte und deshalb schlagen wir vor, dass die Systemspielregeln geändert werden auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Und das ändert an der Menschennatur gar nichts. Das genetische Programm bleibt exakt das gleiche, aber das politische dreht sich um 180 Grad. Und das bedeutet, dass auf den Märkten ich weiterhin mich genauso verhalten kann wie heute. Ich kann lügen, ich kann betrügen, ich kann egoistisch sein und die Ellbogen ausfahren. Aber das wird, weil Erfolg anders gemessen wird als im Finanzgewinn, wird tendenziell mein Unternehmen in den Konkurs treiben. Und umgekehrt, je kooperativer und solidarischer und empathischer und ehrlicher und nachhaltiger und demokratischer ich mich auf den Märkten verhalte und mein Unternehmen organisiere, desto plötzlich erfolgreicher werde ich heute sein. Heute sind das tendenziell Wettbewerbsnachteile und in der Zukunft werden das Wettbewerbsvorteile, weil wir diese Verhalten sichtbar machen, messen und belohnen. Das ist genau der Kern der Gemeinwohlökonomie. Wir belassen die Menschennatur völlig frei. Sie ist, wie sie ist. Aber das, was wir bei den Grundwerten schon gelernt haben, das Morden, das Umbringen, ist eine Möglichkeit. Wenn wir das belohnen würden, dann würden sich ganz viele Menschen ganz oft umbringen. Aber das Morden haben wir glücklicherweise unter Strafe gestellt. Das bedeutet nicht, dass es keine Morde mehr gibt, aber es sind sehr wenige. Und in der Wirtschaft schlagen wir genau das Gleiche vor. Wenn wir den Egoismus so negativ anreizen, dass die Unternehmen in den Konkurs gehen, wenn sie sich so verhalten, damit werden wir den Egoismus und das Betrügen nicht ausschalten, aber wir werden es minimieren. Und umgekehrt werden auf den Märkten kooperative, solidarische und demokratische Verhaltensweisen genauso grassieren und blühen, wie eben heute das blüht und grassiert, was die beschrieben und sie beobachtet haben. Es regnet. Hallo Christian. Hallo, wo bist du? Ich bin der Thomas. Hallo Thomas. Also du hast ja beschrieben, wie sich das Vermögen und die Schulden immer ausgleichen, eigentlich immer auf Null sind. Also ich würde sogar vorschlagen, dass das eventuell immer ein Minus ergibt, weil es ja auch noch die Zinsen gibt.
die bei der Geldschöpfung nicht mitgeschaffen werden. Aber wie auch immer, meine Frage ist, denkst du, dass in so einem Nullsummenspiel einer Marktwirtschaft es überhaupt möglich ist, dass es allen Menschen gut geht? Oder gibt es eine Marktwirtschaft, die keine Verlierer hat? Oder werden wir solche anderen Wirtschaftsform komplett überlegen müssen, wenn wir wollen, dass es weltweit einfach allen gut geht? Ja, also ich habe vor einer Marktwirtschaft, vor einem Markt habe ich überhaupt keine Angst. Nicht nur, weil ich gerne auf den Bauernmarkt gehe oder auf den Wochenmarkt oder auf den Flohmarkt und dort wunderschöne Erlebnisse erfahren durfte. Der Markt an sich ist überhaupt nicht schlecht. Der Markt ist, was ist der Markt? Der Markt ist ein Ort der Begegnung und des Beziehungsaufbaus von Menschen. Und Begegnungen und Beziehungen sind das Wertvollste, was eine Kultur überhaupt konstituieren. Von daher ist der Markt der Ort der allergrößten Chancen für ein schönes Zusammenleben. Und deshalb ist es ganz essentiell, wie wir die Begegnungen auf dem Markt regulieren und steuern. Wenn wir dort den Egoismus, nämlich den rücksichtslosen Egoismus auf Kosten anderer anheizen und sogar belohnen, na dann werden halt auf dem Markt die Beziehungen entsprechend gestaltet werden und ganz viele Menschen werden verletzt und in ihrer Menschenwürde verletzt werden und werden ausgebeutet werden. Aber genau das ist die freie Entscheidung. Die Wirtschaftsordnung ist eben das Programm, nach dem wir die Beziehungen auf den Märkten steuern. Und wenn wir die Kooperation und die Solidarität belohnen gegenüber dem Wettbewerb und wenn wir die Großzügigkeit belohnen gegenüber dem Geiz und wenn wir demokratische Strukturen fördern gegenüber hierarchischen Strukturen, dann werden die Märkte eben entsprechend anders sich gestalten. Und vielleicht kann ich es mit einer Schubumkehr, ich ziehe mich einen halben Meter zurück, am besten anschaulich machen. Heute gilt auf den Märkten der Vorrang des Nehmens vor dem Geben. Das heißt, zuerst versuchen alle ihren Eigennutz zu maximieren, ohne dass das rückgekoppelt wäre an das Gemeinwohl. Eigennutzstreben rückgekoppelt an das Gemeinwohl, das wäre aus meiner Sicht das Gleichgewicht. Aber heute ist das Eigennutzstreben eben nicht oder viel zu schwach rückgekoppelt an das Gemeinwohl. Und deshalb entsteht in der Mitte, dadurch zuerst, dass alle zuerst an sich raffen, entsteht in der Mitte Knappheit und Angst und Konkurrenz und Ausgrenzung und Armut und Arbeitslosigkeit und eben Abwendung von dieser Gesellschaft. Und in der Gemeinwohlökonomie wird nur die Richtung umgedreht. Die Schubumkehr lautet Vorrang des Gebens vor dem Nehmen. Und wenn alle zuerst beitragen und zuerst fragen, was kann ich denn beitragen für ein sinnvolles Produkt, eine sinnvolle Dienstleistung, dann entsteht in der Mitte eine solche Fülle, dass dann auch genug für alle da ist, dass dann alle auch ihren Eigennutz selbstverständlich erfolgreich befriedigen können. Aber dieser Eigennutz ist dann eben effektiv rückgekoppelt mit dem Gemeinwohl. Und genau das wäre die Marktwirtschaft, von der wir träumen. Es ist eine kooperative Marktwirtschaft. Es ist eine Marktwirtschaft unter dem Leitstern des Gemeinwohls. Passt? Gut, dann sage ich Dankeschön. Und ich habe alles gesagt. Danke für euren Beitrag und viel Spaß heute Abend und eine tolle Musik wünsche ich. Regen ist wurscht. Dankeschön, Christian Felber.